willkommen beim Whisky Nerd. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und heute ist es soweit. Wir haben wieder die Adventzeit bald vor uns vor der Tür stehen. Es dauert noch ein bisschen. Aber heute haben wir eben die Verlosung meines großen Advent-Gewinnspiels. Dieses Jahr wird es 8 Gewinner geben. Für alle, die was neu dabei sind, ihr bekommt nach der Ziehung in ein paar Wochen, bekommt jeder von euch 4 Samples, wo drauf stehen wird 1, 2, 3 und 4. Ich drehe mich ein bisschen. Und dann bitte zu jedem Adventssonntag trinken wir dann gemeinsam. Und erst am Adventssonntag wird dann gelöst, welcher Whisky im Sample ist. Wie alle Jahre wird das Video, das Adventvideo, immer um 18 Uhr als Premiere kommen, dass ich mit euch live mitschreiben kann. Das rennt ja schon ein paar Jahre. Wer das noch nicht kennt, schaut da mal in die Playlist Advent. Da sind schon einige Videos drin. Da könnt ihr die letzten 1, 2, 3 Jahre, glaube ich, nachsehen, wie das so gegangen ist. Es waren immer sehr schöne Whiskys mit dabei. Auch heuer habe ich wieder sehr schöne Flaschen aus meiner Privatsammlung ausgesucht, was ich dann anschließend langsam anfangen werde abzufüllen in die ganzen Samples. Ja, die Spannung steigt und ich habe mir heute überlegt, ich werde immer 2 ziehen und vorher immer ein Sample trinken. Und zwar hat mir der liebe Tom von Tom Spirit, der hat mir damals einige Samples geschickt und ich habe einfach nicht die Zeit, so viele Whiskys. Ich meine, pro Sample, was ich trinke, kommen 10 nach. Es ist irre. Und ich mache hier eigentlich nur jetzt eine Kurzverkostung. Wir haben hier 3 St. Kilian und einen Aspern. Und der erste, den habe ich mir aufgeschrieben, ist der St. Kilian, der Blinde und der Blonde, 47%. Da gingen damals gleich pro Flasche 5 Euro an einen Blindenverein als Spende. Es gab 2000 Flaschen. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Das ist eine Mischung aus irischen und eben St. Kilian Whisky. Die Kleine rennt hier in ihrem Kinderzimmer rum. Wie wir sehen, ist das sehr, sehr hell. Geht schon Richtung Weißwein. Oh, meine Zettel müssen da bleiben. Da sind dann auch die Nummern drauf. Trinke ich jetzt noch ganz schnell, ganz kurz. Ich mache jetzt ein Zettel, dann nehmen wir so her. Der hat eine sehr zarte Nase. Sehr malzige Süße. Und so helle Birnen, helle Äpfel in dieser Richtung. Der wird auch noch nicht so alt sein, schätze 4 Jahre. Aber da gab es ja noch so einen Kandidaten. Ich glaube, das war hier der Terence Hill. Wenn das der war, jetzt ohne Lesebrille schwer. Aber ich glaube, der war das, war auch so eine Mischung aus irischen Whiskys war. Oder eben der Bud Spencer, der steht gleich daneben. Aber jetzt probieren wir mal. Am Gaumen kommt so eine leichte pfeffrige alkoholische Schärfe mit. Bleibt eigentlich auch am Gaumen eher verhalten. Ja, mir ist diese milden, leicht Vanille, Süße. Und eben diesen grünen, frischen Birnen, Äpfeln in diese Richtung. Ja. Würde ich sagen, das wäre ein ganz leichter Sommerwhisky. Aber jetzt nichts, was mich unbedingt richtig vom Hocker haut. Ich finde es aber toll, dass sie hier wenigstens eine Spende machen, 5 Euro pro Flasche war das damals. Und hier habe ich den Namen jetzt. Jetzt geht's los. Heuer haben wir ein bisschen weniger mitgemacht. Manche haben geschrieben, sie haben ja schon ein paar Mal gewonnen und möchten dieses Jahr nicht teilnehmen. Ja, besser für euch.
dann steigt die Gewinnchance. Ich drehe mal wieder unser Glücksrad, das kennen wir schon seit dem letzten Jahr. Ah, nochmal. In die Hose. Einfach nicht richtig zugemacht. Ja. Nochmal, jetzt geht's los. Genau, so geht das. Und wir haben hier die erste Nummer. Und die erste Nummer ist die Nummer 8. Ich habe jetzt hier noch einen Stift mit. Die Nummer 8 ist der Herbert. Herbert, schon ein Urgestein auf meinem Kanal. Ich markiere mir das gleich. Herbert ist die Nummer 8. Das ist nicht schlecht. So kann es schon richtig losstarten. Der erste und älteste Abonnent von meinem Kanal. Ah! Nochmal. So. Irgendwie bin ich heuer ein bisschen zu doof dafür gleich. Das hat letztes Jahr besser funktioniert. Nummer 8. Bitte komm her. So. Ja, das ist eben alles hier. So, geht da nochmal rein. So. Genau, jetzt holen wir uns eine Kugel. Und es ist jetzt einer reingefallen. Und die Nummer, was wir jetzt haben, ist, schaut schon mal, heute bin ich ein bisschen botschert. Das muss da liegen, ist nicht wurscht. Und die nächste Nummer ist die Nummer, 7. Und Nummer 7 war Lichtwolf. Auch ein toller, ein Gaming-Kanal zwar, aber er ist sehr interessiert am Whisky und wir haben uns schon gegenseitig oft Whiskys ausgetauscht. Und du hast mir schon wirklich sehr schöne Whiskys auch geschickt, unter anderem eben auch aus Deutsche. Das war auch immer eine spannende Geschichte. Und jetzt geht es, oh, wir haben ja schon zwei, deswegen kommt jetzt, ich bin echt broschert. Lass mal das da liegen. Heute geht's nicht. Schnell zum zweiten Whisky. Das ist dann eben. Welchen habe ich da jetzt stehen? Den St. Killian 9 Signature. Da habe ich mir auch was kurz aufgeschrieben. Und zwar, was haben wir hier? Der reift im Pfälzer Eiche Exotherm und Ex-Bourbon-Fässer und hat 55,3. Was haben wir hier? Was hat er gesagt? War ja eine sehr schöne Süße. So ein bisschen den Weingummi mit dabei. Schöne Vanillesüße. Bisschen Trauben. Also der ist schön. Trotz den höheren Alkohols, was jetzt dieser der Blinde und der Blonde hatte. Schön cremig, eigentlich keine Schärfe. Schön süß. Merkt ein bisschen den Wein. Den Trauben, na? Der gefällt mir schon besser. Ich mach das ja jetzt nur ganz schnell, ganz kurz. Und es geht wieder weiter. Hier. Und die nächste Nummer ist geflogen. Und das ist eben die Nummer
14. Und das ist Tom Spirit. Ich markiere mir das auch gleich, damit ich dann nicht nochmal das Video anschauen muss, dass ich alle Gewinner habe. Tom Spirit, ich gratuliere dir. Und jetzt geht es weiter. Und die nächste Nummer. Das ist hoffentlich jetzt die. Hey! Hier geht's wieder rein. Irgendwas geht da heute ein bisschen schief. So, jetzt stimmt's wieder. Und das ist die neueste Nummer. Und diese Nummer ist die Nummer 16. Ich glaube, man kann es leider nicht lesen. Nummer 16 ist der Indy Jones. Ich gratuliere auch den Indy. Der Indy hat ja auf seinem Zweitkanal jetzt schon öfters Whisky-Tastings gemacht. Das letzte Tasting mit deiner Schwester war auch sehr interessant, Indy. Da habt ihr auch sehr schöne, interessante Whiskys probiert. Und jetzt haben wir wieder zwei gezogen. Das heißt, jetzt kommt Whisky Nummer 3. Auf den bin ich gespannt. Die Hammerschmiede ist jetzt dran. Der Elsburn Journey 2022, 43%. Der reift, ich habe es mir aufgeschrieben, in 6 verschiedenen Fässern in Sherry Port, Madeira, Marsala, Malaga und in Grand Cru Bordeaux. 43%. Sehr schöne Farbe hat er. Der ist schon wirklich schön dunkel. Geht Richtung Bernstein. Und der ist wirklich sehr aufgeladen. Also. Die Whiskys stehen ja hier circa schon jetzt 15 Minuten im Glas. Der hat eine schöne Holzwürze. Ja, schöne Mischung aus Rosinen. Ich habe hier so saure Orangennoten. Beeren, rote Beeren, also da kommt wirklich sehr viel. Könnte mich mit diesem Whisky wahrscheinlich sehr lange beschäftigen. Der ist schön, ich probiere mal. Ja. Wunderschön am Gaumen. Sicherlich einer der besten deutschen, was ich bis jetzt im Glas hatte. Schön cremig, schön süß, fruchtig. Ja, da hinten ist wunderschön. Schöne Früchte, rote Früchte, Beeren, Trauben. Dazu eine schöne Schokolade. Der ist wirklich sehr schön. Zarte Eichenwürze mit dabei. Den trinke ich aus, auf jeden Fall. Also, der Journey ist der erste, der auch schon mal in einer 2 steht. Die St. Kilian, der erste, war mir eher sehr zu schwach. Der Signature 9 war schon ein bisschen interessant, aber beide überhaupt kein Vergleich zum diesen Elsburn Journey 2022. Wunderschön. Und wir ziehen weiter. Es geht wieder los. Wir haben jetzt 5 und 6 wird jetzt gezogen, meine Damen und Herren. Nochmal rein. So. Also irgendwas scheint heute hier. Heute bin ich leider wirklich botschert. Genau, so geht das jetzt. Und wir schmeißen runter. Und der fünfte muss jetzt hier sein. Okay.
Das ist besser, ich lege euch lieber doch runter. Und der nächste Gewinner ist die Nummer 1. Nummer 1 ist der Einer Björn. Björn, du bist auch mit dabei. Der hat auch einen echt coolen Kanal. Schaut mal vorbei. Der hat immer echt tolle Whiskys. Und es geht weiter. Wir mischen wieder hier ein bisschen durch. Ja, irgendwie kriege ich heute das Seiten nicht hin. Bin echt zu doof dafür, glaube ich. So, aber jetzt. Und die neue Nummer haben wir hier. Ist mein Stift. Die Nummer 4. Und die Nummer 4 ist. Nummer 4 ist Wasser und Malz. Olli, du bist mit dabei. Das ist natürlich cool, dass auch der Olli mit dabei ist. Da geht's dahin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir schon. Da fehlen nicht mehr viele. Das ist echt toll. Und jetzt kommt der letzte Whisky. Und der letzte Whisky ist wieder ein St. Kilian. Und das ist, ich habe es mir natürlich aufgeschrieben, dass ich keinen Blödsinn sage. Und ich kann das auch hier besser lesen, als wie hier die Schrift von Tom. Ich habe das noch aufgeschrieben. Das ist jetzt hier der St. Kilian Brand am Ambrassador Choice Nummer 2, Thorsten, Manus und Olli Fink. Der kostet, glaube ich, jetzt über 100 Euro, habe ich gesehen. Wir haben es hier zu tun mit einem XBX Hogshead Fass. 250 Liter, 4 Jahre alt. Das ist hier eine Mischung aus ungedorften und gedorften Malz. Bin da schon gespannt. War für mich jetzt von der Papierform her ziemlich der interessanteste von diesen drei St. Kilian. Ja, eine sehr schöne, süße Nase. Bisschen Rauch. Bisschen Rosinen und Trockenfrüchte in diese Richtung. Bisschen Karamell. Und eben ein schöner, zarter, süßer Rauch dazu. Probieren wir. Ja, war nicht wichtig, der Zettel zum Glück. Ja, wieder sehr schön. Hat das was von Lagerfeuerrauch in diese Richtung. Sehr süß. Gleich drücken hier wieder diese Trockenfrüchte, bisschen Rosinen, bisschen Schokolade. Für mich hinter dem S-Burn der beste von den vier auf jeden Fall. Aber der ist auch lecker. Also, der S-Burn sowieso top. Dieser letzte von St. Kilian, der ist wirklich nicht schlecht. Dann muss ich mir diese zwei Samples nochmal genau anschauen. Aber jetzt sind wir gespannt, die letzten zwei Nummern. Jetzt möchte ich das einmal hinbekommen, was gibt's denn? Wir fahren jetzt hier so rein. Nee, wie drehe ich heute falsch? Ich weiß es nicht. Und jetzt drauf. Okay, langsam. Jetzt wird sie gleich fallen. Der Platz ist frei. Oder auch nicht. So muss ich. Die Nummer muss ich jetzt holen. So. Ich klettere wieder auf. Also heute ist voller Einsatz gefragt. Und diese Nummer ist jetzt, wir haben hier die Nummer 5. Die Nummer 5 ist No Cut Malt. Der Cotti ist mit dabei. Das hat eine echt coole Mischung bis jetzt. YouTuber, Zuseher, alles ist mit dabei. Jetzt bin ich aber gespannt, der letzte wird jetzt gezogen. Der letzte ist die Nummer 10.
Und die Nummer 10 hat Wolfgang Z. ist die Nummer 10. Ich habe meine 8 Gewinner jetzt zusammen. Schön durchbunt gemischt eigentlich. Von der Nummer 1 und 16 eigentlich alles gut gegangen. Heuer wollten ja nicht mehr mitmachen. Wie gesagt, einige haben geschrieben, sie haben schon öfters gewonnen und lassen den anderen den Vortritt. Manche wahrscheinlich vielleicht auch enttäuscht, dass sie die letzten zweimal nicht gewonnen haben, haben nicht mitgespielt. Aber es sei drum, wir haben 8 Gewinner. Freut euch auf 4 tolle Samples. Das Ganze steigt ab dem ersten Adventssonntag um 18 Uhr. Seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Euer Whisky Nerd. Ciao.